Wir hatten eigentlich nicht vor, ein Musical zu machen. Wir hatten eigentlich vor, einen Abend über Männer zu machen oder über das, was Männer ausmacht. Wir wollten etwas darüber herausfinden, was es ist, das einen erkennen lässt, das ist jetzt ein Mann. Wir wollten etwas darüber herausfinden, warum Männer sich wie Männer verhalten. Warum sie reden wie Männer, sich anziehen wie Männer, sich bewegen wie Männer und eben Frauen wie Frauen. Wir wollten etwas darüber herausfinden, warum man sagt, das ist jetzt männlich und das ist jetzt weiblich. Und warum man überhaupt in solchen Kategorien denkt. Guten Abend, ich bin Anja. Ich bin als Mädchen geboren. Ich bin auch immer noch Mädchen. Ich bin mit vielen Männern groß geworden. Das waren für mich die Helden meiner Kindheit. Es waren MacGyver, Indiana Jones, Winnetou, das A-Team, Pumuckl. Ich wollte immer so sein wie die, wie so ein kleiner Held. Mein Name ist Beatrice. Ich mag Musicals, weil da ist alles mit drin. Musik, Tanz, tolle Effekte, oft Liebe, Gefühle, Verzauberung. Gut, es gibt schlechte Musicals, die funktionieren nicht, aber bei den meisten Musicals funktioniert es. Du setzt dich rein, lässt dich ein bisschen weich kneten, heulst ein wenig, gehst wieder raus und es fühlt sich gut an. Du hast etwas erlebt. Nun, bei einer Performance, da weiß man halt nie, worauf man sich einlässt. Unter Umständen musst du dir eine Stunde lang etwas anschauen, das keinen Spaß macht. Und nachher musst du nochmal an der Bar 2 Stunden lang trinken und darüber diskutieren, damit du dann nicht auf dem Nachhauseweg alleine grübeln musst, was das gerade eben war, wo du so viel Geld und Zeit investiert hast. Wahrscheinlich nicht bekommen, was Sie haben wollten. Das ist eine Vermutung. Ich denke, wenn Sie wüssten, was Sie haben wollen, wären Sie heute Abend gar nicht hergekommen. Schön, dass Sie da sind. Ohne Sie könnten wir nämlich diesen Abend nicht machen. Ohne Sie wäre das hier eine etwas aus der Bahn geratene performative Untersuchung. Aber mit Ihnen kann es eine richtig schöne kleine Show werden, mit Musik und Tanz und ein paar tollen handgemachten Effekten und ein bisschen Kitsch und Verzauberung. Hat jemand uns drüber bestellt? Ne, kannst vergessen. Ich zieh mich hier nicht aus, ne. Was ich mal werden möchte, ich denke ein Star. Passt zu mir. Erfolg, ja. Macht dir nur dann Spaß, wenn es irgendjemand gibt, der einen beneidet. Ja, Mann, ich bin übertrieben gut drauf. Ich könnte mir jetzt sogar noch mal vorstellen, meine Klamotten vom Leib zu reißen. Wäre die Aktion mit Geld verbunden, aber sie ist ja nicht mit Geld verbunden, kommt man nicht ins Geschäft. Ha 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 ha!